Tesla kennt nur eine Richtung, und zwar nach oben. Ob das wirklich so weitergehen kann und wie man mit der Aktie im aktuellen Marktumfeld bzw. auf dem aktuellen Level umgehen kann, das besprechen wir hier im Video. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und heute sprechen wir mal über die Aktie von Tesla und schauen uns mal auch etwas genauer die Unternehmenskennzahlen an. Wir werden nicht so genau auf das Unternehmen eingehen oder auf die Historie oder auf den Gründer Elon Musk. Ich glaube, dazu gibt es genug andere Videos und auch genug Nachrichten. Ich glaube, das muss sich keiner nochmal angucken. Aber wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, wo das Unternehmen heute steht und wo die Aktie vor allen Dingen heute steht. Und das schauen wir uns auch als allererstes mal an, denn Tesla ist ja tatsächlich letztes Jahr durch die Decke gegangen, 745% alleine letztes Jahr, und das beim Unternehmen, das schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung hatte. 2019 hier in der arithmetischen Darstellung spielt schon fast keine Rolle mehr, und jetzt zum Jahreswechsel 2021, die ersten Tage, ging Tesla ebenfalls nach oben. Mal schauen, wie sich es jetzt fortsetzt, aber darauf gehen wir ja gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Ein Grund dahinter sind natürlich auch die Rekordauslieferungszahlen aus 2020. Fast 500.000 Fahrzeuge konnte Tesla ausliefern. Das hat sich hier über die letzten Jahre sehr schön gesteigert und hier die letzten Quartale auch noch mal auf neue Rekorde ausgebrochen. Und der Haupttreiber dafür ist natürlich das Tesla Model 3, also das Einsteigermodell im Mittelklasse-Segment. Und das, obwohl es teurer ist als hier die zweit- und drittplatzierten Renault Zoe und Nissan Leaf. Hier konnte Tesla mit dem Modell einfach deutlich überzeugen, und ganz ehrlich, ich würde es mir auch kaufen. Über die Optik kann man mit Sicherheit streiten, aber ich finde es einfach ein cooles Auto und ich finde es unheimlich interessant, und deswegen würde ich mir tatsächlich das vielleicht auch eher zulegen als die anderen beiden, wenn es der Geldbeutel zulässt. Die anderen Fahrzeuge hier in der Statistik von Tesla ist noch das Model Y und hier ist Model X, also die beiden SUVs von Tesla. Das Model Y auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, die Zahlen können sich mit Sicherheit auch noch erhöhen. Was jetzt hier fehlt, ist noch das Model S und der Roadster. Der Roadster verkauft sich natürlich nicht ganz so oft, und das Model S vielleicht etwas weniger verkauft im Moment, weil es doch etwas betagt ist im Vergleich zu den anderen Modellen. Aber auch das kann sich demnächst ändern, denn es gibt hier ein Konzept, dass das neue Model S ungefähr so aussieht. Und ganz ehrlich, mir gefällt es sehr gut. Wäre schön, wenn es so rauskommt. Und dann dürften auch die Verkaufszahlen wieder ansteigen. Wo die Verkaufszahlen nicht ganz so hoch sind, das ist beim weiteren Produkt, das Tesla auf dem Markt hat, und zwar hier dem Solar Roof. Das sind im Prinzip solche Dachziegel als Solarpaneele. Fügt sich ein bisschen besser und schöner in das Stadt- oder Wohnungsbild ein, als man das jetzt von den klassischen Solarpaneelen gewohnt ist. Und die Idee von Tesla ist, dass man seinen Strom sozusagen zu Hause fürs Auto auflädt und dann auch sein Zuhause mit Strom versorgt, und dass man damit ein komplettes System von Tesla betreiben kann, inklusive dann der Energiespeicherung. Tatsächlich spielt das alles im Moment aber nicht die große Rolle, sondern die Fahrzeugverkäufe, das sorgt im Prinzip wirklich für die Umsätze. Hier unten die Energiegeneration und die Speicherung spielt kaum eine Rolle, selbst das Servicegeschäft spielt hier die größere Rolle. Und ja, was wir auch in den Gesamtumsätzen sehen können, ist, dass im Prinzip genau diese Fahrzeugverkäufe hier auch den Umsatz steigern. Wir haben im Moment hier eine operative Marge von ungefähr 6%. Das soll auch ungefähr gleich bleiben in den nächsten Jahren, leicht ansteigen, aber soll sich auf dem Niveau hier irgendwo bewegen. Und wenn wir uns jetzt mal die Gewinne anschauen, Tesla macht ja jetzt erst seit ein paar Quartalen tatsächlich Gewinn, Cashflow ja schon länger positiv, dann soll das aber deutlich ansteigen, aber im Vergleich eben zum Umsatz ungefähr gleich bleiben, weil Tesla ja natürlich auch sehr viel reinvestiert, aber die Gewinne sollen jetzt laut den Prognosen deutlich anziehen. Ein Effekt, den wir auch sehen können, ist, dass die Bilanz hier deutlich angestiegen ist, aber gar nicht zu einer höheren Verschuldung. Die Verschuldung liegt momentan so ein bisschen über 50%, hat sich hier aus der Vergangenheit stark reduziert. Und gerade jetzt hier 2020 ist die Bilanz nochmal deutlich nach oben gegangen. Und das liegt an einem ganz wesentlichen Grund, und zwar, dass hier Tesla neue Aktien herausgegeben hat. Das heißt, Tesla hat einfach diesen sehr hohen Aktienkurs, den Tesla momentan hat, genutzt, um neue Aktien herauszubringen, um neue Aktien zu verkaufen. Es gab ja auch eine große Nachfrage nach neuen Aktien von Tesla, und damit vielleicht für uns Aktionäre nicht ganz so schön, weil es unsere Anteile an Tesla etwas verwässert. Aber bei dem Anstieg des Aktienkurses nimmt es ihm wirklich keiner übel. Und für Tesla hat es natürlich den Riesenvorteil, dass das Unternehmen damit deutlich solider dasteht und deutlich mehr Kapital hat, um in die Zukunft des Unternehmens und in neue Innovationen zu investieren. Jetzt schauen wir uns, wenn wir schon mal beim Aktienfinder sind, auch die Bewertung des Aktienfinders an. Und das ist tatsächlich etwas schwierig, denn was wir hier sehen, ist der faire Wert oder der faire Value auf Basis bilanzierten Gewinns.
Nach dieser Metrik wäre tatsächlich Tesla momentan unterbewertet, denn der bilanzierte Gewinn soll ja auch deutlich ansteigen. Etwas anders sieht es aus, wenn wir uns hier den Cashflow und den Fair Value des Unternehmens ganz generell anschauen. Dann ist die Aktie deutlich überbewertet und damit ist es momentan auch ein bisschen schwierig, auf Basis dessen hier tatsächlich eine Bewertung hinzubekommen, denn das KGV, ja, bisher nicht existent, jetzt dieses Jahr sehr hoch bei 700, dann auf 260, 145, 146, also auch immer noch extrem hoch. Cashflow schwankt ebenfalls, das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Aber was wir sehen können, der Gewinn soll auch weiterhin stark steigen. 17%, 400%, 165%, 80%. Von der Warte her ein sehr starkes Wachstum bei Tesla weiterhin, aber auf Basis von diesen Kennzahlen etwas schwieriger zu bewerten. Und wenn wir schon über die Bewertung sprechen, dann muss man natürlich auch ein bisschen vergleichen, wie Tesla dasteht im Vergleich zu den anderen Autoherstellern. Und wenn man mal überlegt, das sind jetzt hier Daten vom 11. Dezember, dass Tesla so viel wert ist wie Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Honda und Ford, dann ist es natürlich schon eine echte Hausnummer und das zeigt einmal mehr, dass die Börse ja tatsächlich die Zukunft bewertet. Denn natürlich machen diese ganzen Hersteller nicht nur deutlich höheren Absatz, das sehen wir hier in dieser Grafik ganz schön, da spielt Tesla fast ja keine Rolle im Vergleich zu allen anderen, sondern tatsächlich auch mehr Gewinn, die alten Hersteller erwirtschaften. Aber wo Tesla einfach für die Zukunft gerüstet ist, ist das ganze Thema Elektromobilität, Infrastruktur, also Ladeinfrastruktur, Batterietechnik, Reichweite, die sie haben, Autopilot, komplette Software, die in ihren Autos ist. Da fangen langsam erst die anderen Hersteller an, tatsächlich das Auto nicht nur als Auto zu sehen, sondern als gesamtes Hardware- und Softwarekonzept. Und müssen da auch erstmal mit ihren alten Strukturen kämpfen. Wenn wir alleine mal in Deutschland an VW denken, die ja mit dem Betriebsrat nur am Kämpfen sind und der Betriebsrat teilweise gar nicht ermöglicht, das Unternehmen in die Zukunft gehen zu lassen, einfach weil man auch an den alten Strukturen hängt und jeder so seine eigene Politik und seine eigene Vision der Zukunft hat, dann hemmt das einen Koloss wie VW, aber auch wie Daimler und Toyota und Co. natürlich enorm in die Zukunft zu wandern. Und diese ganzen Bürden der Vergangenheit hat Tesla nicht und sie haben einen sehr dynamischen Chef, der nach vorne geht, der eine klare Vision hat, wo es hingehen soll und das spiegelt sich dann natürlich auch im Aktienkurs wieder. Man muss aber auch sagen, selbst für Elon Musk ist das Ganze ja etwas mit Höhenangst verbunden im Moment, der aktuelle Aktienkurs. Er hat in der E-Mail vor kurzem seine Mitarbeiter darum gebeten, bei Tesla doch die Kosten zu reduzieren, weil er einfach Angst hat, dass Tesla es nicht schafft, in die hohen Erwartungen des Marktes hineinzuwachsen, wenn man nicht den Gewinn auch entsprechend steigert, so wie es die Analysten jetzt prognostizieren. Und versucht damit natürlich auch ein bisschen dem Ganzen vorauszukommen, bevor der Kurs irgendwann in sich zusammenbrechen würde. Ein Vorteil, den Tesla aber hat, und das ist auch ein Grund, warum der Kurs so hoch ist, und vielleicht wäre auch Porsche an der Börse sehr viel mehr wert als VW heute an sich, oder es würde einen sehr viel größeren Anteil machen, wenn es herausgelöst wäre, denn Tesla gehört hier zu den absoluten Top-Verdienern pro verkauftem Auto, das heißt, der Gewinn pro verkauftem Auto ist mit am höchsten. Hier fehlt komischerweise Ferrari, wahrscheinlich, weil es hier im Konstrukt mit drin ist. Tatsächlich ist Ferrari eigentlich die, die am meisten Geld pro Auto verdienen, ansonsten tatsächlich Porsche pro verkauftem Auto den höchsten Gewinn erwirtschaftet, dann schon Tesla. Und da sieht man halt auch mal diesen riesen Vorteil, den Tesla hat, dadurch, dass sie keinen Verbrennungsmotor haben, dass sie kein Getriebe haben und Co. Sie haben sehr viel weniger Teile, sie haben sehr viel weniger Produkte, sie brauchen dadurch auch sehr viel weniger Mitarbeiter, können sehr viel mehr automatisieren und haben weniger Verschleißteile. Und damit ist, wenn denn Tesla tatsächlich mal Gewinn erwirtschaftet, der Gewinn pro Fahrzeug deutlich höher als bei den anderen Herstellern. Und das ist auch das Riesenpotenzial, was auch der Markt in Tesla sieht. Wenn wir uns jetzt mal auch andere Bewertungen anschauen, gucken wir uns mal den Piotrowski-Score an. Auch hier sehen wir schönes Gewinnwachstum, schon wie eben gerade auch. Dann ja, ist der eher im Mittelfeld, 5 von 9, nichts Berauschendes, aber auch nichts wirklich Schlechtes. Wir haben eine negative Kapitalrendite, aber ist auch kein Wunder bei einem Unternehmen, das so investiert und so viel mit Innovationen beschäftigt ist. Wir haben ansonsten eigentlich ganz gute Werte, was den operativen Cashflow angeht. Eine ganz grundsätzlich ansteigende Kapitalrendite. Die Verschuldung sinkt, aber eben auch dadurch, dass man neue Aktien herausgegeben hat. Das fällt dann nämlich genau hier wieder auf. Und ja, Preissetzungsmacht, ich glaube, das ist relativ im Moment. Insofern vom Piotrowski-Score her eigentlich gar keine so schlechte Bewertung, aber jetzt auch keine berauschende. Etwas anders sieht es dann tatsächlich aus beim Levermann-Score. Der ist wie zu erwarten relativ schlecht und rät auch hier zum Verkauf. Das liegt natürlich auch daran, dass sehr viel auf den KGV geschaut wird. Der ist natürlich über die letzten 5 Jahre bei über 2000 extrem hoch, auch jetzt mit 300 extrem hoch. Sehr geringe EBIT-Marge, auch das kein Wunder. Im Moment,
Ja, und das sind natürlich einfach alles Dinge, die gerade bei oder bei der Lebermann-Bewertung im Moment eher negativ eine Rolle spielen. Das bringt uns dazu, dass wir uns vielleicht mal das Chartbild etwas genauer anschauen. Wir gucken uns mal das Ganze etwas genauer an. Vorhin haben wir das ja etwas länger angeschaut. Jetzt gucken wir mal nur auf 2020 und wie sich es hier entwickelt hat. Hier unten haben wir den 200er gleitenden Durchschnitt mal als Wert drunter gelegt. Und was wir sehen können, ist, dass Tesla ja immer in solchen Konsolidierungsphasen steckt und dann hier nach oben ausbricht. Und das haben wir jetzt hier zuletzt auch gesehen, etwas kürzere Phasen, aber Konsolidierung und dann ist es immer nach oben hinausgegangen. Man kann das Ganze auch ein bisschen anders darstellen und zwar einfach als ansteigende Linie bzw. als Trend nach oben. Auch hier sehen wir, dass tatsächlich Tesla jetzt gerade vor kurzem auch über diesen Trend hinaus ausgebrochen ist und tatsächlich sozusagen den Anstieg nochmal beschleunigt hat. Und gerade jetzt auch dadurch, dass Joe Biden nicht nur Präsident geworden ist, sondern dadurch, dass auch der Senat in Amerika jetzt an die Demokraten gefallen ist und damit die Wahrscheinlichkeit für Subventionen für erneuerbare Energien und Elektromobilität sich erhöht hat. Auch das pusht natürlich nochmal ein Unternehmen wie Tesla im Vergleich zu anderen Autoherstellern. Aber was wir auch sehen können, ist, dass es ein gewisses Abschlagpotenzial gibt. Der Abstand jetzt mittlerweile zum Exponential Moving Average, also dem ansteigenden gleitenden Durchschnitt von 200, ist momentan bei ungefähr 95. Das ist schon sehr hoch und da muss man sich schon überlegen, ob man da jetzt investieren möchte. Wir sehen auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder so Phasen, wo es so hoch war, teilweise sogar noch deutlich höher. Das zeigt auch, es kann durchaus noch höher gehen. Aber danach sind eben solche Konsolidierungsphasen nicht ungewöhnlich gewesen und deswegen kann es durchaus auch sein, dass es noch mal ein bisschen nach oben geht, bevor dann eine längere Konsolidierungsphase folgt. Und dann kann man sich durchaus überlegen, ist denn jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt oder nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen komprimierter anschauen und ein bisschen näher, dann sehen wir haben hier so einen Keil, der sich bildet, wo eine Konsolidierungsphase mit ansteigenden Tiefs, wo dann hier Tesla oben drüber hinausgebrochen ist. Jetzt sind wir hier so in einem ansteigenden Trendkanal. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mal uns angucken, hier an dem Datum ist Tesla in den S&P 500 mit aufgenommen worden. Dann sehen wir, danach gab es erst einmal Verkäufe und seitdem geht es tatsächlich nach oben. Heute ist tatsächlich Tesla im S&P 500 einer der, ich glaube, Top 10 Werte. Ist auch einer der größten Werte, der jemals in den S&P 500 aufgenommen wurde. Und das war auch erst möglich, nachdem Tesla jetzt einige Quartale Gewinne erwirtschaftet hat. Ja, wenn wir jetzt mal den Trendkanal hier noch mal ein bisschen weiterziehen, dann ist es durchaus möglich, dass Tesla sich jetzt hier in diesem Trendkanal durchaus noch mal nach unten bewegt. Bevor es dann weiter nach oben geht, kann natürlich auch anders passieren, kann komplett hier durchfallen, es kann auch weiter nach oben gehen, aber es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn es sich jetzt hier im Trendkanal weiter nach oben bewegt. Wenn man jetzt hier tatsächlich nach so einer kleinen Korrektur den Einstieg suchen würde und würde dann hier den Stopp irgendwo hier am Ausbruch platzieren, so ähnlich wie wir das bei Plug Power auch gemacht haben, dann wäre das ein Stopp von ungefähr 30%, was bei einer Aktie wie Tesla, die ja sehr volatil ist, nicht wirklich ungewöhnlich ist. Man muss aber auch sagen, wenn man hier nochmal auf die Vergangenheit guckt, es gab immer wieder so Phasen, wo tatsächlich der Kurs dann auch unter dieses Ausbruchsniveau wieder runtergekommen ist. Und das ist natürlich jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, bei einer volatilen Aktie wie Tesla alles andere als ein Wunder, wenn es wieder so passiert. Und dann müsste man tatsächlich den Stopp eigentlich noch tiefer legen. Wir gucken uns das jetzt hier Ganze nochmal an. Und wenn wir den Stopp dann tatsächlich unter das letzte Tief hier der Konsolidierungsphase nehmen, man könnte es auch ein bisschen höher machen, aber dann sind wir bei 52%. Das ist schon echt ein großer Stopp. Aber wenn man langfristig noch weiter an das Unternehmen glaubt, an das Wachstum des Unternehmens glaubt und jetzt unbedingt investieren möchte und dem Ganzen ein bisschen, dann würde ich dem Ganzen schon ein bisschen Raum geben und dann macht das hier mit Sicherheit Sinn. Aber man muss sich halt einfach im Klaren sein, das ist ein Risiko von 50%. Man kann hier auch das Ausbruchsniveau nehmen, dann sind es 30%. Man kann hier auch kleinere Konsolidierungen nehmen, aber das kann sehr schnell ausgestoppt werden. Insofern, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt einsteigen würde, tatsächlich auf eine längere Konsolidierung warten, wo sich das tatsächlich mal ausbildet, wo sich mal ein neuer Stopp klarer heraussetzt. Man kann, wenn man jetzt direkt einsteigen möchte, diese Stopps benutzen. Aber ansonsten würde ich persönlich tatsächlich eher noch etwas abwarten, ob sich das Ganze nicht mal konsolidiert. Da kommen wir auch schon dazu, was mache ich denn jetzt? Ich habe die Aktie tatsächlich schon seit 2020 im Portfolio, leider nicht seit dem 01.01. Ich bin also nicht bei 700%, aber es sind trotzdem ein paar 100%, über die ich mich letztes Jahr freuen kann. Ich war leider nicht einer der Investoren, die schon lange dabei sind, sondern tatsächlich erst letztes Jahr eingestiegen sind. Und auch ich werde meine Stops entsprechend mit Puffer versehen, sodass die Aktie sich weiter bewegen kann. Jetzt hoffe ich, die Analyse war für dich interessant, du hast was mitnehmen können. Wenn ja, dann hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und wenn du Aktien hast, die ich mal analysieren soll oder näher angucken soll, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare, dann nehme ich das mit auf. Aber ich kann natürlich jetzt nicht jeden Tag eine Aktienanalyse machen, sondern mache das einmal die Woche.
Das heißt, wenn du etwas schneller den Aktienanalysen haben möchtest, dann schau doch mal bei mir auf der Website vorbei. Einmal die Woche, montags 19 Uhr, habe ich ein Webinar, ein Live-Webinar, wo du mir Fragen stellen kannst, wo wir den aktuellen Markt durchgehen, ein paar Aktien analysieren und du auch direkt bitten kannst, dass wir deine Aktien direkt da anschauen und analysieren. Natürlich nicht so umfangreich wie hier, aber dann gehen wir auf die wesentlichsten Dinge ebenfalls ein. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.